Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Ich habe über die vergangenen Monate das Internet nach neuem und spannendem Zubehör für euer Tesla Model Y und Tesla Model 3 durchforstet und ich bin einfach mal recht optimistisch und würde behaupten, dass ihr einige Produkte, die ich euch gleich vorstelle, noch nie vorher gesehen habt. Natürlich werde ich euch am Ende auch meinen Favoriten präsentieren und ich sag mal so, das ist was wirklich richtig, richtig Cooles, was ich so noch nie gesehen habe. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt durch. Ihr findet zu allen Produkten den dazugehörigen Link natürlich in der Videobeschreibung und bei den meisten Herstellern konnte ich sogar einen Rabattcode für euch organisieren. Also schaut dort gerne mal rein. Wenn ihr ein Model Y oder vor allem auch ein Model 3 besitzt, dann kennt ihr diese Spuren hier. Beim Aussteigen von Personen auf der hinteren Sitzbank passiert es nämlich gerne mal, dass diese mit ihren Schuhen an den vorderen Sitzen hängen bleiben. Das Ganze passiert natürlich nicht mit Absicht, aber das Model 3 ist leider schon recht schmal beim Einsteigen und beim Aussteigen, wodurch das einfach mal vorkommt. Dieses ständige Reiben am Sitz hinterlässt nicht nur unschöne Spuren, sondern hat bei meinem vorherigen Model 3 am Ende sogar dazu geführt, dass permanente Schäden geblieben sind. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, ein paar Euro in die Hand zu nehmen und solche Sitzschoner hier einzubauen. Diese sind gut verarbeitet, haben sogar das Tesla-Logo aufgestickt und lassen sich super einfach und schnell installieren. Die Klammern an der Oberseite werden dabei in das Fach am vorderen Sitz eingehängt und an der Unterseite am Sitzrahmen befestigt. Meiner Meinung nach eine wirklich coole, praktische und vor allem auch schnelle Ergänzung, wobei euer Sitz in Zukunft unbeschadet bleibt. Wie bei jedem anderen Auto ist der Lack eines Teslas natürlich nicht gegen Steinschlag geschützt. Daher kann es gerne mal dazu kommen, dass kleine Lackstellen abplatzen. Wen das stört, der lässt meistens eine sogenannte Steinschlagschutzfolie auftragen, also eine stabile, durchsichtige Folie, welche den Lack schützt. Normalerweise geht man für sowas zu Profis, neuerdings gibt es das Ganze aber auch zum Selbermachen. Je nach Wahl werden euch dabei die Folien fertig zugeschnitten für die jeweiligen Karosserieteile geliefert. Mit dabei sind ebenfalls schön gemachte Anleitungen mit klaren Bezeichnungen, wodurch die Installation erleichtert wird. Zum Auftragen muss das Fahrzeug natürlich komplett sauber sein und die Außentemperatur sollte nicht zu niedrig liegen. Mithilfe einer Mischung aus Spülmittel und Wasser lässt sich dann das Karosserieteil benetzen und auch die Folie auftragen. Durch den leichten Flüssigkeitsfilm unter der Folie lässt sich diese auch im Nachhinein noch feinjustieren und dann mit einem Rakel final befestigen. Ihr solltet für diesen Prozess definitiv zu zweit sein und auch viel Erfahrung mitbringen. Mein Vater und ich kennen uns eigentlich recht gut aus und haben auch schon einige Dinge foliert und trotzdem fiel uns das Ganze hier echt schwer. Man muss wirklich sehr gut mit der Materie vertraut sein, um die Folie korrekt aufzutragen, um Biegungen zu legen und. Und wer von euch sowas noch nie gemacht hat, dem kann ich das Ganze zumindest bei den komplizierteren Stellen wie bei der Front leider nicht empfehlen. Andere Stellen wie die Schweller sind zum Beispiel deutlich einfacher. Weiterhin solltet ihr beachten, das ist nun mal immer mit so einer Folie so, dass der Lack danach nicht mehr ganz so stark strahlt und glänzt wie zuvor. Für alle die von euch, die sich sowas aber wirklich zutrauen und auch können, eine ganz coole Sache. Bevor wir jetzt gleich zu meinem absoluten Favoriten kommen, erstmal noch ein Zubehörteil, welches meiner Meinung nach ebenfalls ein Muss in jedem Tesla ist. Standardmäßig werden die Fahrzeuge von Tesla mit so einem Teppichboden hier ausgeliefert. Der ist ganz in Ordnung, zieht den Dreck aber gefühlt an und lässt sich leider nur schwer reinigen. Gerade an nassen Tagen sieht das Fahrzeug dann schnell sehr schmuddelig aus. Eine absolut tolle Alternative dazu sind die Allwettermatten. Diese lassen sich sehr einfach reinigen und machen gerade vom Look ganz viel her. Es gibt diese für alle Flächen im Model Y und Model 3, das heißt für den Fahrer- und Beifahrerfußraum, für die hintere Sitzbank, den Kofferraum und natürlich auch den Frunk. Ich nutze nun seit 2 Jahren schon nicht mehr die originalen Allwettermatten von Tesla, sondern die aus dem Shop for Tesla. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das Ganze aus 2 einfachen Gründen. Erstens, die Matten von Tesla sind teurer und zweitens ist qualitativ wirklich kein Unterschied bemerkbar. Also ein tolles Zubehörteil, welches euren Fahrzeuginnenraum wirklich aufwertet. Jetzt aber zu meinem absoluten Favoriten und zwar einer Smartphone-Halterung. Ich weiß, das klingt erstmal nicht spektakulär, aber wartet mal ab.
Das Produkt nennt sich RackClix und befindet sich wie ein Tacho-Display direkt hinter eurem Lenkrad. Weiterhin ist es die erste Handyhalterung für den Tesla, welche MagSafe und eine superschnelle Swap-Technologie unterstützt. Das heißt, wenn ihr ein iPhone mit MagSafe habt, könnt ihr dieses ganz einfach sogar mit Hülle an diese Halterung andocken und das Ganze hält bombenfest. Weiterhin wird euer Smartphone dabei sogar aufgeladen und bietet im Endeffekt unendliche Möglichkeiten. So könnt ihr zum Beispiel eine GPS-Tacho-App laufen lassen, die Navigation aufrufen und so weiter. Und wenn ihr mal keine Lust auf die Halterung habt, könnt ihr diese ganz einfach mit einer Hand abnehmen und zum Beispiel in der Mittelkonsole verstauen. Richtig, richtig cool, wenn ihr mich fragt. Übrigens, wenn ihr kein Smartphone mit MagSafe habt, könnt ihr euch entweder eine Hülle mit den integrierten MagSafe-Magneten kaufen oder aber die beiliegende Metallplatte in Zusammenhang mit einem großen Magneten anstatt des MagSafe nutzen. Die Halterung selber besteht aus der Grundplatte und dem MagSafe-Teil. Mithilfe einer cleveren Schablone lässt sich die Grundplatte für den Fahrer unsichtbar hinter dem Lenkrad montieren und danach der MagSafe-Teil aufsetzen. Super schnell und simpel. Das einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass das Kabel vom MagSafe natürlich etwas frei hängt und dadurch auch sichtbar ist. Darüber lässt sich meiner Meinung nach aber hinwegsehen. Die Halterung ist super stabil, das Smartphone steht im perfekten Winkel zum Fahrer und das Ganze wackelt kein Stück, was für mich persönlich sonst das absolute Ausschlusskriterium gewesen wäre. Also richtig, richtig toll und daher auch mein absoluter Favorit. Was sagt ihr? Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Lasst uns zum Schluss nochmal zu ein paar kleinen Gadgets kommen, angefangen mit dem Tesla Mülleimer namens Cybertrash. Der Name und das kantige Design spielen hier natürlich auf das Tesla Cybertruck an. Im Prinzip ist es also nur ein Mülleimer für den Getränkehalter im Auto, wo sich mal schnell etwas einwerfen lässt, ohne dass direkt alles im Auto rumfliegt. Ein lustiges kleines Teil, was praktischer ist, als man denkt. Alle die von euch, die es auf die Spitze treiben wollen, können sich aber auch sowas hier zulegen, nämlich Ventilkappen mit dem Tesla-Logo. Es ist zwar nur ein kleiner Akzent, aber trotzdem ganz lustig, wie ich finde. Ja, ich könnte jetzt natürlich noch viel mehr aufzählen. Zum Beispiel die Frunk-Automatik, welche mich jedes Mal wieder begeistert, wenn ich sie öffne. Die Griff-Automatik, das drehbare Display im Tesla und. Aber über alle diese Umbauten habe ich ja glücklicherweise schon ausführliche Installationsvideos auf meinem Kanal gemacht. Wenn euch sowas interessiert, findet ihr die Links dazu in der Videobeschreibung. Das soll's dann aber auch wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos hier nicht verpassen wollt, dann dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke gleich dazu aktivieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Zubehörteil euch am besten gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!